Es geht dabei um ein Zäpfchen, eine Art Zäpfchen, das du in deinen Po steckst, ja, was dafür sorgt, dass wenn du furzt, ja, dass der Gestank neutralisiert wird. Ja, oh. Und bist du unten gefahren? Nein, bist ja, du bin ich. Nein, bist ich du bin nicht. Unten du warst in der Mitte, Junge. Ich bin unten gefahren, du Lappen. Digga, ich hab dich in der Mitte getroffen. Dann du bist nicht einfach komplett nach unten gejietet, ey. Ja, hab ich. Aber wie jetzt? Ich hab die Koralle so gemacht, dass ich noch vor der Bremse quasi fertig bin. Oh nein! Und danach kommt genau eine Koralle! Ey! Ein wunderschöner Kuna, meine Talos Muchachos. Cringe-Boss ist wieder am Start. Schön, dass ihr dabei seid. Heute wieder grandiose Action. Heute Spaß für die ganze Familie mit Eko und Aris. Ein wunderschön. Einen wunderschönen guten Tag. Was geht ab? Hallöchen. Hallo Muchachos, wunderschönen guten Reis und ich begrüße euch zu GTA. Herzlichen Bon Hallo, es geht los, richtig geil im Void am Start, hoffentlich. Und Cypher, Digga. Aber es sieht schon mal gut aus, muss man sagen. Cypher, Cypher. Koralle. Koralle, und zwar... Ich bin auch ganz klar. Ja, das Cypher, geht schon mal gut los. Ja, natürlich geht's gut los hier. Oh yeah. Muchachos, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Dusch, guten Rauch, guten Reis. Junge. Guten Appetit. Wow. Guten Dienst und guten Feierabend. Oh mein Gott, da habe ich eine GTA-Kante mitgenommen. Glänz. Nein, also, ja. Das war. Schön. Boah, doch, das geht. Dass ihr am Start seid. Wir haben heute wieder nice Themen vorbereitet. Natürlich, wie immer, bevor wir eine GTA-Folge starten, haben wir natürlich uns vorher Gedanken gemacht, worüber reden wir eigentlich heute. Ne? Und ja, heute ist das Thema, ja, eine einzige Sache, die ich rausgefunden habe, dank den Muchachos, muss man dazu sagen. Ja. Wir haben ja in einer der letzten Folge, eine XXL-Folge übrigens, Deko, ja, haben wir über eine Marktlücke geredet. Ja, die 43-48-Minuten-Folge. Nochmal kurz, irgendwie um so alle Leute abzuholen und auch um Aris abzuholen. Der, ja, worüber haben wir geredet? Der von der Marktlücke ja nichts weiß. Achso. Wow! Alter Schwede, ich. Krieg ich noch hin? Nein, krieg ich nicht hin. Also, Aris, wir hatten ja eine neue Marktlücke. Es geht dabei um ein Zäpfchen, eine Art Zäpfchen, das du in deinen Po steckst. Ja. Was dafür sorgt, dass, wenn du furzt, ja, dass der Gestank neutralisiert wird. Ja. Eigentlich ganz cool, oder? Und auch die Geräusche natürlich entfernt. Und du kannst so Custom-Made-Geräusche da auch programmieren. Quasi wie ein Schalldämpfer. Genau. Ein Schalldämpfer, aber wo du einstellen kannst, dass zum Beispiel, wenn du furzt, ein Quaken kommst. Also für dich eigentlich perfekt, ne? Das wäre hardcore lustig. Was sagst du dazu? Deswegen ist es ja so eine geniale Marktlücke. Naja. Ari, was kommt hier? Müssen wir nur hoch? Oh fuck, hier ist eine Koralle! Ich hab's jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen. Oh Mann, scheiße, aber, Alter! Okay, also, ja, Idee, dieses Zäpfchen, würde ich mitnehmen. Idee, dieses ich. Zäpfchen, ja, mit Schalldämpferpistole, wie die beiden gerade gesagt haben, gibt es schon auf dem Markt. Was? Was? Ja, gibt es das schon, ja! Nee. Hä? Von welcher Marke? Das wollte ich gerade nochmal nachschauen. Es fängt mit O an und dann irgendwie drei X und dann geht's nochmal weiter. Oxopal. Irgendwas mit Oxo auf jeden Fall, ja. Aber das ist noch nicht ganz marktreif, muss man dazu sagen. Mann, Aris! Ja, sorry. Fuck, falsch gedreht. Ey, wie, das ist noch nicht ganz marktreif. Gibt's das schon oder nicht? Es ist marktreif, du kannst es bestellen. Allerdings bekommst du das Produkt erst, wenn eine Mindestbestellanzahl erreicht worden ist, die, glaube ich, meines Wissens noch nicht erreicht worden ist. Also ich glaube, sowas wie Kickstarter oder was? Ich glaube, es waren irgendwie 3000 Schalldämpfer-Zäpfchen müssen bestellt werden. Ey, aber man muss ja mal sagen, die Idee ist auch einfach geil, ne? Also, wenn du in irgendwelchen Meetings sitzt oder so eine Scheiße, irgendwas Professionelles damit machst, ist das doch eigentlich eine richtig geile Anwendungsmethode. Stell dir mal vor, du hockst in so einem Meeting, Alter, und dann hast du da so einen Quaken. Ah, nee, du kannst ja auch, ist ja nicht mit immer, Ton kann ja auch leise sein.
Ton kann auch leise sein, ja. Also einfach nur Schalldämpfer meinst du jetzt, ne? Genau, also da machst du halt, wenn du in dem Meeting, weißt du, auf dem Kindergeburtstag, stellst du an, da kommt irgendwie eine Clownströte oder irgendwas aus, wenn du furzt. Und wenn du aber in deinem Geschäftsmeeting sitzt mit deinem Chef oder sowas, dann stellst du halt einfach auf lautlos. Und natürlich geruchsneutral, wobei mittlerweile sind die wahrscheinlich alle online. Man muss gar nicht mehr im gleichen Raum vor sich hindampfen. Aber ja, also ich muss sagen, Geschäftsideen technisch ist das schon eine geile Nummer. Preis, wenn ich mich recht erinnere, waren 10 Stück für, ich glaube, 15 Euro erhältlich. Das ist aber auch, finde ich, also, ja, wobei ist ja eine Einmalbenutzung wahrscheinlich, ne? Steckst du rein, wird durchgejietet und dann war es das auch schon wieder, ne? Aber löst sich das bestellt schon alleine mit der Zeit auf oder muss man das am Ende wieder rausziehen? Also so genau bin ich in diese Materie nicht reingegangen. Das ist, glaube ich, dann, es liegt an uns dann, ob wir uns dafür interessieren und da vielleicht selber reingehen wollen. Okay. Ihr seid übrigens schon weiter, ne? Ich bin immer noch bei dem Punkt. Wir sind schon beim nächsten Punkt. Wir sind beim nächsten, ja. Also ich bin voll dafür, dass ihr das mal ordert. Und aber ich muss ja auch sagen, ne? Also brauchen eine Mindestbestellgröße erstmal, das ist das Problem, ne? Am Ende, aber gibt es die Zäpfchen in verschiedenen Größen? Nee. Es ist eine, also meines Wissens eine Größe. Nur die Anzahl, die Quantität. Also haben Menschen ein Universalarschloch quasi. Ist wahrscheinlich. eine Pflegekraft in unserer Community hat auch gesagt, weil du hattest ja erwähnt, dass man die irgendwie raushusten kann, solche Zäpfchen. Und sie meinte, das wäre ihr in der gesamten Karriere noch nicht passiert. Okay. Zäpfchen aushusten oder aushusten. Ich wollte gerade sagen, auspusten hat irgendwie keinen Sinn. Aber ja, klar, wenn du hustest, da werden ja Drücke im Körper aufgebaut. Gibt ja auch, also kennt ihr vielleicht möglicherweise von euch selber oder von einem Freund, dem das mal passiert ist, dass man beim Husten aus Versehen gefurzt hat. Aus Versehen, natürlich. Digga, ich schaff einfach diesen zweiten 360er gerade. Aber nicht die ganze also Zeit. Menschen gewöhnen sich ja auch daran, sich jeden Tag Kontaktlinsen in die Augen einzusetzen. Ne? Also warum nicht auch einen Schalldämpfer ins Arschloch? Brauchst also du aber, glaube ich, wirklich nur, wenn du richtig viel Eiweiß gegessen hast, weil das sind die Brutalen. Das sind dann so die Schleicher, die gar nicht laut sind, wo man dann gar keinen Schalldämpfer braucht. Mann, allerdings, ich, wo man. Ich hab den ersten Punkt. Ist denn da eigentlich irgendwo ein Bumper? Nein, da ist kein Bumper. Du fährst einfach vorwärts unten wieder raus. Wo man ein Enzym braucht, was diese Dinger neutralisiert. Ey, aber da ich gerade so im Redeflow bin, Digga, ich bin so unkonzentriert, Digga, ich fahr so scheiße, ich muss mich mal, glaube ich, auf. Hä, aber auch, also wenn du jetzt zum Beispiel, ja? Du arbeitest in einer Anwaltskanzlei oder irgendwie sowas. Ja, was dann? Ja, da brauchst du quasi rund um die Uhr brauchst du da so einen Schalldämpfer. Theoretisch. Ja, wenn es nicht stinkt. Oder so ein Großraumbüro. Ja, aber es quakt doch zumindest. Also nicht jeder, also du kannst mir nicht sagen, dass jeder wirklich immer Probleme hat, dass er richtig krass furzen muss und dass das richtig unangenehm ist. Also man kann die... Nee, aber du weißt es ja in der Regel nicht vorher. Also du machst einfach morgens das Ding rein, schon mal so aus quasi, weil du mitdenkst. Ja. Also ich sehe das eher so bei gewissen Anlässen. Am Ende, wenn du nicht hart furzen musst und nicht alles voll stinken würdest oder unangenehme Geräusche von dir gibst, dann ist ja gut. Aber wenn doch, dann hast du den Schalldämpfer bereits parat und brauchst dir keine Gedanken machen. Einfach Vorsorge treffen hier. Also ich sehe das Produkt eher bei ersten Dates oder bei wichtigen Teammeetings, ja, wo man Leute nicht kennt. Oder auf der Autogrammstunde, auf der Gamescom zum Beispiel, Jungs, ne? Digga, da wär's mir richtig egal, ey. Als ob du Bock hast, die ganze Muchachos voll zu furzen. Hey, da sind so viele Leute auf der Bühne, die wissen doch nicht, ob ich da richtig einen reingeknödelt habe oder der Muchacho, der davor da war. Ja, also deswegen, auf der Bühne in der Vor Gamescom furzt sie auch die ganze Zeit. Das ist doch vollkommen scheißegal, ey. Hier kommen die Fakten auf den Tisch, Freunde. Also so bei Massenveranstaltungen ist jetzt egal, aber alles, wo halt so ein bisschen ruhigere Büroatmosphäre ist, ne, würde ich auch auf jeden Fall so einen Schalldämpfer bevorzugen. Schalldämpfer, ja. Du das ist ja auch immer das Problem. Ja auch, oder so, also. Das ist auch immer so eine richtig peinliche Situation. Eigentlich muss man sagen, so einen Schalldämpfer kannst du überall brauchen, wo eigentlich eine seriöse Stimmung vorherrschen sollte. In der Kirche. Zum Beispiel. Der Priester könnte auch einen Schalldämpfer benutzen. Du kannst ja einfach statt dem Furzgeräusch ein Amen. Amen. Ja. Kannst du initiieren. Junge.
Aber dass es sowas schon gibt, Alter, normalerweise. Ja, die Sounds nicht, ne? Die Sounds gibt's nicht. Nochmal ganz kurz. Ja, aber das. Wir müssen dafür sorgen, dass das auch nicht weitergeleitet wird jetzt an die Firma. Aber wo soll denn auch der Lautsprecher sein? So, vorne. Ja, was denn? Ein bisschen sass. Ja, da verbaut man halt sowas wie bei so einer kleinen hier Quietscheente, wisst ihr? Hinten ist doch hier so ein kleines. Weißt du? Sowas ja. In der Art. Sowas kannst du aber doch du da hast ja noch reinbauen. Als Filter hast du die Hose, die Boxershorts, keine Ahnung, bei der Frau irgendwie das Höschen. Amen. Kann ich mir richtig gut vorstellen. So, was müssen wir beim zweiten Punkt denn machen hier? Irgendwie da. Wenn du in die Tube kommst, einfach nur wieder vorwärts drehen und unten rausfahren. Nein, Digga, ich hab's fast geschafft! Oh nein, da kommt noch. Was muss ich denn hier machen? Muss ich hier wieder. Jetzt fast First Try geschafft, aber da kommt noch ganz schön heftiger Tobak, ey. Irgendwas wollte ich gerade noch. Scheiße, hab ich's vergessen. Weil die kann mich unterbrochen. Ah, doch. Ich bin schuld wieder, ja. Ich hab noch eine Situation, wo das nicht interessant wäre, aber sowas. Wo man vielleicht nur noch eine Marktlücke bräuchte. Szenario, ja? Jo. Ja, hau raus. Ihr seid im Restaurant. Okay. Mhm. Müsst nur Pipi machen. Schalldämpfer. Müsst nur Pipi machen, geht auf Toilette und da war vorher jemand drauf, der richtig einen abgebrezelt hat. Richtig heftig und es stinkt auch richtig widerlich. Ja, okay. Dann geht ihr pinkeln, hat sich aber plötzlich so eine richtig krasse Schlange gebildet in der kurzen Zeit, wo ihr pinkeln wart. Ihr geht runter und plötzlich denkt jeder von denen, dass ihr da richtig einen abgeseilt habt. Mhm. Aber warum sollte sich da eine Schlange bilden, während ich pinkeln bin? Ja, weil plötzlich jeder auf Toilette muss in der Zeit, wo du pinkeln gehst. Aber wenn das keine Universaltoilette ist, gibt es ja mittlerweile auch, für Männer und Frauen, dann sind ja Pissoirs und dann stehe ich ja am Pissoir, dann kann ich ja nicht alles. Hier gibt's aber nicht. Wow. Hier gibt's nicht. Was gibt's nicht? Ja, gibt's nicht. Was gibt's nicht? Es gibt nur die Toiletten zum Reinbrezeln. Okay. Ja, wir können das sogar noch weiterführen. Nein! Wir können das sogar noch weiterführen. Er hat alles vollgeschissen. Oh. Und ihr wollt aber nur pinkeln gehen. Wie verlasst ihr die Toilette? Ja, ganz normal. Drauf geschissen irgendwie, oder? Ja, keine Ahnung, Mann. Du meinst, es war jetzt irgendwie so mit Gesten irgendwie so ein bisschen Luft wegwedeln soll, so ein auf. Digga, wer war das denn? Ja, also wie verlässt man dann diese Toilette um so wenig? Also man hat ja nichts gemacht, so, aber. Wie verlässt du die Toilette, um nicht sass zu sein? Einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Alles voll geschissen. Ich muss nämlich sagen, wenn... Also, ob du es warst und nicht, ist vollkommen egal. Einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Yeah. Ich riech nichts, ich sehe nichts, ich höre nichts. Gut. Ich glaube, gerade im Flugzeug, ist es ja so, dass sich da wirklich sehr, sehr häufig irgendwie Schlangen bilden, ne, bei der Toilette. Ja. Und da ist das dann immer so ein bisschen, finde ich, sehr, sehr unangenehm. Digga. Oder Zugtoiletten, Alter. Wenn ihr lange reist mit der Deutschen Bahn oder irgendwas. Oder das stimmt, ja. Alter, da sind sie auch immer. Arschlange. Digga, ich merke aber wirklich, ich kann mich echt null konzentrieren, wenn ich hier... Was ist da los? Normalerweise quatschst du immer des Todes und fährst vorne mit. Ja, aber das ist jetzt schon was sehr Deepes und sehr, sehr viel hintereinander. Auch sehr viele kognitive Eigenleistungen von Marvin hier. Also bei euch ist der Kock auf jeden Fall nie tief. Hallo. Marvin hingegen lebt immer richtig tief, ey. Marvin ist da richtig mit sportlichem Ehrgeiz am Start. Oh, ich fand den wirklich gut, ja. So. Na, und jetzt rutsche ich schon wieder in immer diese fucking Koralle am Ende, ey. Hi, Deko. Hallo, Marvin. Aber ich finde die Map ganz geil gebaut, muss ich sagen. Aber die ist schon ziemlich geil, ja. Ich finde sie nice. Aber ich verkacke, es kommt halt runterfahren mit Koralle und da. Oh, es kommt runterfahren mit Koralle? Oh, ja, okay. Beziehungsweise Arschdrehung. Koralle. Ja, das kann ich doch. Oder Digga. Was man macht. Ich mach die immer ein bisschen zu früh und überdrehe mich immer kurz bevor ich beim Bumper bin. Kannst verbremsen. Also so mache ich das. Ich mache die Koralle. Ich komme auch gerade. Ich war rechts. Ey, ja. Ich war First Try, war ich da. Ne? Ey, du bist so ein dreckiger Lappen. Ich hab's easy First Try hinbekommen, ey. Ja, und bist du unten gefahren? Nein, bist ja, du nicht. Ja, bin ich. Nein, bist ich du bin nicht. Unten du warst gefahren. In der Mitte, Junge. Ich bin unten gefahren, du Lappen. Digga, ich hab dich in der Mitte getroffen. Dann bist du bist nicht unten einfach gefahren. Komplett nach unten gejietet, ey. Ich hab mich gerade bekommt das nicht mehr mit, ey. Ich hab gerade die Überdrehung gemacht. Ihr beiden seid aber trotzdem war das in der Mitte. Nein, es war nicht in der Mitte, du Lappen. Es war in der Mitte. Bei mir warst du in der Mitte.
So ein Chaco, Alter. Außerdem bin ich hier viel länger als du. Ich hab Grund, mich aufzuregen. Digga. Was? Ich muss doch eine Arsch. Ich werd langsam. Ich war oben. Wie so ein altes Ehepaar, ihr beiden. Ernsthaft. Wie das Digga, war's? Digga, Alter, jetzt muss ich den Typen auch noch hier vorbeilassen. Wie das war's? Lol, ich bin durch. Digga, bitte sag mir, dass ich richtig gefahren bin jetzt, Alter. Bin auch gedownflippt. Ja, okay. Boah. Also ab und zu tut eine GTA-Pause dann doch ganz gut. Hattest recht, Marv. Ja, so ist das, ne? So ist What das. What the fuck? Aber so kann ich euch zugucken. Das ist ja auch mal was Schönes. Oh. Oh, oh. Okay, 3 Voltwechsel noch. Aber ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass es einen Arschschalldämpfer gibt. Also jetzt ernsthaft, ja, geil, das ne? ist normalerweise ist schon eine wilde Sache, Alter. Jetzt mal ernsthaft, normalerweise hätte ich das jetzt wieder euren Hirngespinst irgendwie zugeschrieben, aber dass jemand genauso. Ja, das ist auch das erste Mal, dass wir mitbekommen haben in den Kommentaren. Übrigens, den gibt es schon. Dann habe ich das Insta nachgeschaut und habe die Marke da. Bei so Frozen Ball Sachen gibt es ja auch. Nein, aber nicht so wie wir uns das. Ja, aber, stimmt, aber der Schalldämpfer ist ja auch nicht so, wie wir uns das ausgedacht haben. Aber es ist immer nur so teilweise umgesetzt. Was müssen wir denn hier machen? Scheiße, ich hab mich Ihr schon... Ihr müsst euch selber drehen. LOL. Ja. Dankeschön, Marvin. Ihr braucht keine Koralle machen. Einfach selber drehen. Beim Hochfahren, Marvin? Beim Hochfahren. Das ist ja gar kein Speed gewesen. Oder beim Runterfahren, je nachdem, wie ihr Bock habt. Auf jeden Fall müsst ihr wieder zurückfahren. Ich war schon viel zu weit oben, Alter. Letzter Schluck Kaffee aus meiner goldenen Fick meiner Eiertasse. Ich hab schon wieder keinen Speed bekommen. Wo ist der Speed gewesen, Brudi? Also ich hab Speed bekommen. Ich hab keinen Speed bekommen. Hallo, genau. Mister, weg von meiner... Hey. Wieso fährst du denn nicht nach oben? Digga, weil ich da hochfahren muss, wo der scheiß Speed ist, Junge. Hauptsache, manchmal frage ich mich echt, was in deinem Kopf losgeht, ne? Er beschwert sich auch noch, Digga. Ja, weil ich vielleicht rauffahren sollte. Ich hab extra geguckt, auf welcher Höhe du fährst und bin danach unter dir weitergefahren. Digga. Und du fährst einfach runter in dich rein. Er beschwert sich, Digga. Das ist ja unglaublich, Mann, ey. Dieser Chaco, Alter. Schöne, ey. Dieser miese Igelgärtner, ey. Digga. Ihr seid der Krache, ey. So ein mieser Lappen, ey. Digga, dass er sich wirklich beschwert, ey. Dass du die Frechheit besitzt, dich zu beschweren, Alter. Ich beschwere mich nur, dass du dich beschwerst. Ah nein, es war ja wieder... Oh, fuck, hier. So war das ja. Und jetzt wieder nach oben tippeln hier. Guck mal, kaum ist Marvin nicht hier drin, ist das Ganze gar kein Thema. Na zu. Den kann die Koralle machen. Yes, diesmal weiß ich auch wo, also ja, Koralle wir, erstmal wieder. Wir halt ja, am Anfang, ganz kurz. Ne? Oh nein. Ja, es sah doch gut aus. Jetzt habe ich wieder eine Ko... Ja, dann hast du es. Ich glaube, du bist durch. Oh yeah. Oh. Hast du. Dankeschön, meine Freunde. Ich würde sagen, wenn der Ding verloren hat, muss er sich jetzt so ein 10er-Pack Zäpfchen in seinen Arsch schieben, ja? Alter, ich bin... Wir 10er-Pack auf Firmenkosten, damit diese 3000 Bestellungen erreicht werden. Wie ist Vielleicht können wir die auf der Gamescom ein bisschen verteilen. Ares, hast du Interesse? Ey, halt mich da raus. Zu jeder Autogrammkarte gibt es ein Zäpfchen. Ein Arschloch-Schalldämpfer. Bei jeder Autogrammkarte kostenlos dazu. Vielleicht sollten wir eine Partnerschaft mit denen eingehen. Ja, aber die haben, glaube ich, nicht so viel Knatze. Also wenn, dann können wir uns vielleicht so Unternehmensanteile gönnen oder so. Nee, die müssen schon Marketingausgaben eingeplant haben. Digga, gibt die Serie Höhle des Löwen noch? Gibt die Sendung noch? Gibt es noch, ja. Hier, Frank Thelen, kommen Sie mal rüber. Boxershort runter. Einmal reinschieben das Ding. Ja. Und dann so einen richtigen Igor dahinstellen, der eben das Teil fachmännisch einsetzt. Damit Ares, erster Platz 1, zweiter Platz 0, dritter Platz 0, vierter Platz 0, nie beendet 12. Okay, hätten wir schon mal ja, alles klar. Ausgerechnet den ersten Teil. Mhm, ja, genau. Und ja. Aber die Map war eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, ich fand die Also der erste Teil, da habe ich ein bisschen verkackt. Ja. Okay. Muchacho, zweite Map. Seife 1. Ja, jetzt haben wir eine 15-Minuten-Challenge. Gleicher Map-Erbauer.
Und um das Thema vielleicht noch mal ein bisschen in Fahrt zu bringen hier mit den Zäpfchen. Ich habe noch eine Idee in den Kommentaren gefunden. Ja, Marvin reicht heute ganz schön krass auf diesen Zäpfchen rum, ne? Ja, ist wirklich nee, so. Jetzt kommst du mir. Nee, ist was anderes. Denn Sneaksy sagt, wie wäre es denn mit einem Arschdeo in kleinen Fläschchen, die man immer überall hinnehmen kann, und die geruchsneutral sind. Da sprüht man sich auf die Rosette und hat dann circa 8 Stunden lang einen nicht stinkenden Furz. Also die könnte man theoretisch in diesem Schalldämpfer integrieren, ne? Oh, stimmt, du kennst doch egal, auch in so Restaurants dieses Schalldämpfer, Lautsprecher und Deo. Diese komischen Sprüher, die so alle 2 Stunden mal so sprühen, so. Ja. Diese Raumerfrischer. Ja, genau. Genau. Ui! Genau sowas quasi einfach integriert in dem Schalldämpfer. Geil. Aber ich fürchte, wir haben da ein Problem. Ja. Und zwar kannst du ja nicht irgendwann mal sprühen und dann wird 2 Stunden später der Furz nicht riechen. Doch, du brauchst einfach nur so richtig krasse Pheromone dafür. Ey, ich hab gar keinen Boost nach vorne bekommen, denke ich, bin gedroppt wie ein Stein. Same. Hä? Hä, ich auch. Was war das denn? Ich war so wie du, glaube ich, relativ weit unten. Vielleicht muss er weiter oben sein. Das kann sein, das also kann sein. Also ich hab auch keinen Speed bekommen. Okay. Der ist nicht einfach nach oben. Ich bin quasi vor dem Speed. Wurde einfach nach oben ausrichten, dann passt das. Okay, nein, okay. Hab ich gemacht. Okay. Also bei mir hat das jetzt exakt so funktioniert. Karre nach oben ausrichten, let's go. Okay, hier kommt schon. Hast du einen bekommen oder nicht? Ich hab einen Speed bekommen, ja. Okay. Es lag aber nicht am nach oben ausrichten. Okay. Aber das habe ich, glaube ich, gerade gemacht. Oh. Dann versuche ich es jetzt mal mit richtig weit oben und oben ausrichten, also den ganzen Shit. Nee. Ich war oben und habe mich nach oben ausgerichtet. Nichts. Okay. Keine Ahnung, wem Ares da schon wieder bestochen hat. Aber gar keinen. Ja, ich habe mich nach oben ausgerichtet, plus ich war oben. Was soll ich sonst noch machen? Skill haben. Ich hab immer so einen Marvin vor mir, wenn ich hier ankomme, Alter. Ich fahr jetzt komplett nach oben, Deko. Würde mir jetzt hab ich nicht geschafft. Marvin, wenn ich du wäre. Nein. Oh, nein! Kann ich mich retten? Oh, ich konnte mich retten. Wenn du ich komplett laber oben... von Skill und verkack den einfach so Scheiß. GZ, Junge. Nein, alles von vorn. Alles von vorn. Nein. Du bist so ein Bumsding, ey. Ey, nein. Oh, geil, ey. Geil, jetzt komm ich da wieder an, hab Ares vor mir. Nee, ich hab verkackt. Nie ein Try, wo ich da mal rüber habe. Hast du, ey, jetzt gerade. Dankeschön, der Automatikkram hat nicht funktioniert. Ding dong. Ding dong. Perfekte Map, Alter. Wer hat den Bumm schon wieder rausgesucht hier, ey? Lass mal überlegen, ich glaub, das warst du. Nichts funktioniert hier. Nein, bist du? Ey, Digga, ich war richtig weit oben und hab mich nach oben ausgerichtet und hab trotzdem das Ding bekommen und konnte mich nicht retten. Ich hab mich überall verkackt. Ist ja noch ein Automatik-Scheiß, der irgendwie funktionieren muss vorher. Die Koralle, die ich jetzt auch zweimal versammelt hab. Ja, da kann man durchaus verkacken, das stimmt wohl. Nein, ey, ich versuche nur mit der Maus zu lenken, klappt auch nicht. Ich habe aber auch da alles nur mit der Maus gemacht, ne? Beim Rückwärtsfahren. Ja, same. Oh, Koralle, clean. Ich habe einfach irgendwie nicht genug Schwung, wenn ich da das versuche vor dem Lachs zu machen. Spirale nach oben. Dann solltest du es jetzt, glaube ich, auch haben. Ja! Alter, war das jetzt die Geburt 10 Minuten, ne? Für den Punkt. Ja, viel Spaß bei dem Scheiß, der jetzt kommt, Alter. Der ist richtig knackig, ey. Den krieg ich noch nicht ganz hin. Ich hab jetzt nach 8 Minuten das erste Mal wieder diesen scheiß Bumper erwischt, ey. Und trotzdem kein Speed. Oh, fuck. Wie, du bist auch noch hier? LOL! Ja, viel Spaß. Bei dem Bremsding. Ich hatte bestimmt ja schon 10 Tries dort oder so. Okay. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, erst mal die M-Schier voll im Packen, ne? Ich glaube, den habe ich nur ein oder zweimal verkackt bisher. Mhm. Ich weiß einfach nicht, was ich anders. Dann sind wir jetzt soll. Gleich auf. Zum zweiten Mal. Richtig, ich hab den wirklich. Ich hab den jedes Mal, so, okay, jetzt irgendwie. Nicht schlecht. Ja, aber wie gesagt, danach kommt erst der kranke Scheiß. Los, beginn. Ah, ein bisschen mehr. Ich brauche ein bisschen mehr Momentum beim Drehen, ey. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Oh, vielleicht eine Koralle. Oh, ich versuche da mal eine Koralle.
Ja, ich weiß echt nicht, was ich machen soll, Alter. Klappt nicht. Ich hab's mir jetzt richtig weit oben gemacht. Nein! Und trotzdem reicht der Speed nicht aus, um nicht rauszurutschen. Das finde ich krass, muss ich sagen, das finde ich krass. Wenn du hier eine Idee hast, Aras, ja, ich gehe auch, geh auch vom Gas vorher und trotzdem, ich rutsch einfach raus. Ich bin einmal vom Gas gegangen. Ich würde es auch gemerkt, Korallen hier versuchen. Nein! Ey, ich hab falsch gegengelenkt. Mann! Also ja, Koralle ist the way to go. Aber irgendwie so, dass die Drehung dann fertig ist, bevor du in die Speeds reinkommst. Ja, das versuche ich die ganze Zeit. Das ist... Jetzt habe ich den Dreh raus mit der Entli hier immerhin. Ja, habe ich. Aber wie jetzt? Ich habe die Koralle so gemacht, dass ich noch vor der Bremse quasi fertig bin. Oh nein! Und danach kommt genau eine Koralle! Ey! Das die ganze nochmal beweisen. Ja. Ich habe die Koralle gemacht und habe mit A, glaube ich, dann noch die Drehung weiter durchgezogen und dann war ich wieder vorwärts bei den Speeds. Okay. Ja, ich war da schon so häufig, echt. Ich weiß aber nicht, was ich da machen soll. So, Emschi haben wir. Jetzt nochmal die Kowalski. Jo, hab's wieder. Egal, es geht einfach nicht hin. So, Spirale nach oben. Ah, ja. Okay, jetzt habe ich es auch. Danke dir. Wo soll ich fahren? Ich fahr unten. Okay, dann fahr ich rum. Jawohl, hi. Oh ja, aber. Wieder hier Teamparcours, Digga. Alter Schwede. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt. Keine Ahnung. Ah, okay, unten so. Unten fahren? Okay. Micha, ne? Micha und dann. Oh, es, nein, nicht! Alter! Nein, nein! Ey, nee! Nein, nein, ich hab den verkackt! Oh, Alter, nein. Scheiße, ey! Ich bin da voll gegen das Schild gegengeknallt, ey! Oh, mich hat's überdreht, es sah so vielversprechend aus! What the fuck? Okay, aber zumindest, wenn man jetzt weiß, wie die Technik geht, dann, ja. Das dann, ist ja eine Sache der Zeit. Ich hab die ganze Zeit so irgendwie Torsprung versucht, Koralle, nichts hat funktioniert. Yeah. Digga, du bist immer noch bei dem Korallenlachs oder warst du? Immer noch beim Korallenlachs, immer noch nicht ein Mal geschafft. Oh. Das ist merkwürdig. Okay, ja, es sah nicht komplett scheiße aus, vielleicht ein bisschen besser. Boah, ich hasse neue Techniken erlernen, okay. Das dauert bei mir leider immer Ewigkeiten. Also bei mir habe ich jetzt die Bremse quasi noch als Bremssprung verwendet. Das hat funktioniert, erstaunlicherweise, aber oh nein! Jetzt habe ich die Koralle vergessen. Also ich wusste schon, dass sie da kamen, aber ich habe nicht nach oben geguckt und konnte nicht sehen. Du willst gar nicht hierher kommen, Deko. Du willst gar nicht herkommen. Herzlich willkommen, Deko, in der Hölle, Alter. Digga, 18 Minuten, Digga, kraul mit den Lachs und jetzt hier irgendwas Neues, ey, was zum Ficken. Ja. Digga, ich war hier bei Minute 4 oder so. Ey, ich war ja, du warst übertrieben schnell hier, das stimmt. Am Ende waren es 2 Tries. Und am Ende, Marvins Ding hat funktioniert. Also ganz oben und ganz gerade. Ich hatte immer noch so einen leichten aufrecht hinstellen Dings drin. Okay, Deko, viel Spaß. Aber es hat nicht einmal der Speed ausgelöst. Nee, bei mir auch nicht. Viel Spaß jetzt dabei. Eine Koralle ist jetzt die Lösung und dann mit A eindrehen. Warte, erst kann ich Aris mal zuschauen. Ah. Dann kommt der die Koralle. Ah, wunderbar. Jetzt hattest du mal einen Try. Ey. Okay, nee, wieder runter rausgerutscht. Das Problem ist. So Aris, voll, Digga, da darfst du nicht verkacken, ey. Ey, das ist so traurig. Da darfst du nicht verkacken. Ey. Was ist, Nico? Die Koralle beim Hochfahren, das ist das Problem, oder was? Nein. Nee, die ist wirklich nicht das Problem. Die Bremse mitten auf dem Wallride, die ist das Problem. Ja. Wo du jetzt hinkommst. Da, keine Ahnung. Wie gesagt, ich hab jetzt schon 50 Tries gehabt oder so, hab's einmal bisher geschafft. Das ist sozusagen. Deko First Try. Digga, wie?
Wie? Alter, geiler Typ. Da kommt gleich eine Koralle, Deko. Ich fahr unten. Wie, Deko? Jetzt musst du mir die Technik sagen. Nein, ich hab sie zu früh gemacht, die Koralle. Oh. Technik, Technik, wie? Hä, es war einfach nur Bremssprung. Bremssprung? Mhm. Deko hat die Bremse als Bremssprung mitgenommen. Ich hab auch einen Bremssprung gemacht, aber dafür ist der Speed bei mir zu nah dran. Also es geht. Ich bin dann genauso fertig geworden mit dem Bremssprung, mit der Drehung, dass ich da beim Speed wieder geradeaus war. Hä? Digga, das muss ja der mein One-in-a-Million-Try gewesen sein. Oh der mein Gott, den Downflip habe ich jetzt geschafft. Was kommt jetzt? Ich habe keine Ahnung. Stang. Edwards ohne Ende. Ah, ja, jetzt habe ich auch verkackt. Edwards. Ich mach jetzt nochmal den Spirale, was kommt jetzt? Ey, don't fuck me jetzt. Ich bin gerade nach dem Bremssprung nicht mehr hochgekommen. Und der Punkt kommt. Alles da. Also Gentlemen, nach den Edwards kommt nur noch eine Spirale und dann habt ihr den Punkt. Also wir fassen noch mal zusammen. Lol. Ares hat bei der ersten Koralle gar keine Probleme gehabt. Keine Ahnung warum. Und das Ding hat er irgendwie auch schon als Technik gehabt. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo hast du das? In welchen Maps? Solche Sachen machen wir ab und zu mal in Streams. What the fuck? Warum dreht er sich jetzt nicht mehr weiter? Beim First Try war das super easy. Und ja, jetzt ist dein First Try sah so. Er dreht sich einfach nicht rum. Das ist ja die ganze Zeit mein Problem. Die ganze Zeit. Dann A drücken. Wegen den Reifen. Die blockieren. Hab ich mal versucht. Okay, der hat da einen Pfeil. Alles da. Der hat da einen Pfeil, aber. Also, wie gesagt, Muss ich den Lachs jetzt hier komplett rückwärts maken? Oder? Digga, warum habe ich es nicht First Try geschafft, ey? Dann hättest du aber wieder gesagt, die Technik war nicht einfach. Ja, war sie auch. Hätte ich mir wieder was anderes gemacht. Bremssprung gemacht, Alter. War ja super, super easy. Da war ja nicht der Hauch eines Problems gerade beim First Try. Nee, ich raffe diese Technik nicht. Ich raffe es nicht. Oh, vielleicht noch ein bisschen früher machen? Fahr doch! Alter! Ich hab keine Ahnung, Brudi, ey. Okay, was jetzt? Don't fuck with me, bro. Versuch's jetzt mal eher fertig zu machen, den Scheiß. Oh, was? Ah, es ist einfach nur eher, Digga. Es ist einfach nur eher machen. Okay, gut, jetzt habe ich die Technik. Nicht Bremse nach unten rein, sondern einfach nur eher fertig machen. Eher, Deko. Ich hab's jetzt zu eher gemacht. Ich bin vorm Speed unten rausgerutscht. Aber das ist es. Versuch's nicht irgendwie den typischen Bremssprung zu machen mit Schnauze nach unten und den Bums dann. Wobei das mein First Try war. Ja, gut. Alter, dann machst du weiter, ne? Nein! Nein, bitte, ey, komm schon! Ist das überhaupt richtig, was ich hier versuche? Ey, Gentlemen, das wird Alter, hier. Wieder. Das wird noch gut knackig, ne? So ist es jetzt nicht, ey. Oh, fuck. Ja, also auch wenn ich versuche, mit A noch rumzureißen, auch dann werde ich nicht vorm Speed fertig. Nee, also ich muss jetzt echt... auch mit dem R versuchen, ja. Ja, deswegen. Also ich habe jetzt 18 Minuten eine Technik versucht, aber ich hätte einfach nur die Koralle, eine ganz normale Koralle... Ich muss dich jetzt wegkicken. Nein! Leid. Warum? Oh, ey, komm sorry, schon! Ey, es war so brüderlich und du scheißt rein gerade. Ey, sorry, wow. ich musste einfach mal was zurückgeben jetzt hier, weil... sorry, aber... Das habe ich gebraucht. Du Mieser! Ja, aber wenn ich es früher mache und die Bremse nicht als Bremssprung mitnehme, dann rutsche ich unterm Speed raus. Hä? Hier ist eine Was? Ares, was muss ich hier machen? Ach so, jetzt willst du Hilfe haben, nachdem du mich gefickt hast? Ich bin da vorwärts durchgefahren, war verloren. Ja, dann guck mal, wo ein Pfeil ist, mein Freund. Mann, sag nicht, ich hätte nach oben fahren müssen. Nein, Mann. Nach unten. Ja. Also du fährst rein, machst deine Koralle. Rückwärts durch die Schlangen durch und dann fährst du unten wieder raus. Da ist keine Bremse. Da, wo der Pfeil hin zeigt quasi. Ah, danke dir. Kein Ding. Das geht raus. So. Aber die Technik war komisch. Die Technik war echt komisch. Ja, ich glaube, Marvin, du hast einfach nur auch, wie ich beim First Try gerade, so ein Lack-Ding mitgenommen. Meinst du? Ja. Es sah dann irgendwie super easy aus, als sie es... Ja, war es bei mir. First Try war auch gar kein Thema. Oh fuck, was muss man denn da machen? Richtungswechsel? Jo, du musst wieder raus. Ah. Aber ich versuche das jetzt auch so. Und wenn mir die Bremse keinen Boost nach oben gibt,
rutsche ich einfach vorm Speed wieder unten raus. Also bei mir hat es dann, ja, vielleicht war es einfach der Lucky Try dann. Aber ohne Mist, ich habe ihn einfach angenommen. Ich habe ihn einfach angenommen, ey. Oh. Oh. Und wieder die Ämchen verkackt. Perfekt, Mann. Jetzt habe ich den Speed bekommen, bin trotzdem unten rausgerutscht, Alter. Weil ich der Speed hat mir ungefähr 0,3 km/h gegeben, Alter. Danke an die Randomness, ey. Unten lang Emchi. Ja, scheiße, Ares. Aber der Übergang ist ein bisschen komisch. Also, ne? Hast du gesehen, was ich meine? Ja. Jo. Den kann ich doch, Digga. Den kann ich doch. Oh, du auch. Jo. 60er. Oh. Ja. Clean sein Urguss verdammt. Digga, aber sowas von, oh, das ist der nächste Punkt, Ares. Alter. Alter Schwede. Oh, fuck, ey, gemeinsam. Ey, komm, stell dich durch die Stangen um. Oh mein Gott, Digga, laber komm, mich voll. Komm, tu es. Okay. Nein. Ja. Oh, Mann. Wie er mich doch wegkickt, schon, Alter. Alter. Aber ich hab auch verkackt. Danach kommt nochmal eine Koralle. Ich versuch's nochmal. Oh, müssen wir da wirklich so? Nein, müssen wir nicht. Danke. Wir nicht. Komm, scheiß drauf. Oh, ich hab gar keinen Bock, ey. Ich hasse dünne Stangen. Wir müssen es ja jetzt auch mal langsam irgendwie schaffen, ne? Okay. Oh, wo bist du? Wo bist du? Bitte. Okay, ich bin weg. So, wohin? Und es ist nur ein Downflip. Ach, das haben sie nicht hinbekommen. Ach, das haben sie. Nein, nein, alles gut. Was? Hä? Was für ein Downflip? Guck mal hier links. Du machst nur ein Wort. Ich wollte dir wirklich ausweichen, weil ich dachte, du musst ein Downflip machen. Aber guck mal links. Ja. Das ist nur ein Wort wechseln und dann ein Downflip. Und dann haben wir's. Komm, gönn ich dir. Du hast so viel Glück gehabt, Digga. Das Glück gönn ich jetzt auch noch. Was für Glück? Ja, heute hast du einen guten Tag, muss ich sagen. Heute habe ich echt einen guten Tag erwischt, ja. Wo bist du? Also, so, ich fahr nach oben, dann kannst du nach unten ausweichen. Okay, dann weich ich nach unten aus. Alles klar. Okay, Ares, let's go. Wortwechsel, Downflip, dann hast du's. Dann haben wir's. Ich hänge aber an deinen Nüssen, ne? Ja, ich weiß, sagen. Also verkacken sollte ich jetzt nicht. Aber Wortwechsel, easy peasy. Komm, jetzt noch einen schönen Downflip. Los! Jawohl, haben wir! Oh. Yes! Oh. Digga, Ares, zweimal, ja, muss man dazu sagen. Zweimal erster, das ist ja unglaublich, ey. Oh, oh yeah! Digga, ich bin jetzt gerade beim nächsten Punkt angekommen, ey. Beim nächsten? Okay. Wo ist das? Also halt mal fest, es gibt Arschtampons auf dem Markt. Ja, diese Täppchen. Koralle. Und es ist heute Stekostag. Mhm. Genau. Ey, also bei beiden Maps war jetzt ein so ein Punkt, der mich Ewigkeiten aufgehalten hat. Ja, Alter. Dito. Aber stimmt, der erste Punkt, der hat sich schon echt sehr krass weggehuft, ey. Ja, und das war jetzt Seife von Cypher. Und das sind deine einfachen Maps, ne? Hast du deine einfachen Maps angemacht? Die brutalen, die wollte ich nicht starten. Unten dann raus, Swan Deko. Wegen der bei dem Pfeil. Wo der Pfeil ist. Achso. Okay. Ja, so geht's auch. Perfekt. Ja, und jetzt hier raus, oder was? Da raus. Und oben Wallwechsel jetzt. Hier. So. Und dann musst du dich selber drehen. Also du fährst erstmal rein. Genau, ganz am Ende nach unten fahren und drehen. Das ist aber super knapp bemessen. Also ich bin ganz, ganz unten und konnte ich mich dann drehen. Ich finde das eigentlich ganz echt gut machbar. Echt? Ja. Aber Deko verkackt. Alter, ich fahre richtig mit Speed unten raus. Ja, Alter. Du warst aber auch am Anfang schon viel zu schnell. Okay, ja, nee, dann fahr rein. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt in einer angemessenen Zeit noch schaffe. Alter Schwede, ey. Also, ja, ich hatte auch auf jeden Fall meine Probleme mit ein, zwei Maps. Aber man muss auch einfach mal sagen, Ares, zweimal hintereinander. Auch ein blindes Huhn. Ne? So viel zu dem Thema. Eben gerade noch so, heute gönne ich ihm das mal. Und jetzt so, oh, heute hast du echt gut gespielt, muss ich sagen. Also es ist nicht super selten, heute hast du mal echt gut gespielt, deswegen. Ja, ja. Ich fand das aber auch geil, unser Teamwork noch am Ende. War gut, gefallen. Ich hab dir ja noch einmal weggebogen, ne? Ja, warum auch immer, aber ja. Da kam er echt schmuf durch bei beiden Maps heute. Krasse stark, Soße, stark. Alter. Also, Muchachos, wir haben heute ein bisschen über Rosettendeo gesprochen, wir haben ein bisschen über Zäpfchen gesprochen. Über das Rosettendeo haben wir gar nicht mehr gesprochen. Ja, irgendwann war die Map einfach zu krass, ne? Dann war der Fokus da drauf. Ja. Aber würdet ihr euch das holen? Schreibt es in die Kommentare, das. Aber ehrlich, ehrlich. Ich kann mir vorstellen, dass Rosettendeo brennt. Weiß ich nicht. Aber wäre irgendwie interessant, mal so vorzuriechen, der nach Lavendel riecht irgendwie, weißt du? Ares an der Tester, wir schmieren uns das auf die Rosette und Ares Kopf ist dann ganz da. Ja, genau. Also, Chargers, Daumen nach oben ballern, war Ares vorbei, schon bis in der Antenne reingehauen. Bye, bye. Ciao.